war's schon. Hab's auch. Hier ist ein Cabbage und ein Gittel-Gittel. Warum ist denn das so hell für Nacht? Hä? Sieht eher neblig aus. Sehr gruselig. Was habe ich bekommen? Oh, ein ein Lockshatter 3. Ist wirklich sehr dunkel hier, wa? Ja, jetzt so. Den kann ich aber nicht hacken. Habe ich keinen Helm? Doch. Wie war das mit du hast doch Licht an. Nee, drück mal F. Nee, du hast Licht an, siehst du doch. Heller wird, ist es doch am Anfang immer dunkel, wenn erstmal kein Mond da ist. Der muss doch erst aufgehen. Na gut, selbst wenn ich jetzt sterbe oder wir, hat sich schon einmal gelohnt. Wieso? Ja, die Tussi. Ja, ich habe jetzt wieder einen Ritualschaden bekommen. Was genau die machen, wissen wir noch nicht. Gucken wir dann bei Zeiten. Ich brauche auf jeden Fall E5. Ja, kannst du machen. Ah, hier haben wir noch Steinsen. Ach, hier vorne. Ja. Zumindest ist das mit der Stamina nicht mehr so schlimm, weißt du? Ja, bestimmt. Ob man einen Baum hacken kann. Schreierin? Normale? Hast du geschrien? Nö. Okay. Ja. Bleib. War ja mein Versuch wert. Ja. Dann gehen wir jetzt so Richtung Schatz, oder? Einer buddelt, der andere passt dann auf am besten. Ja. Ich habe eine Stahlschoppe dabei, ne? Also passe ich auf. Kann man machen. Du musst ihn denn auspacken, ne? Wen? Den Schatz oder ist das egal? Kann ich den mit dir teilen? Ich weiß nicht, das haben wir doch schon mal probiert. Das hat doch nicht so wirklich geklappt. Guck mal kurz. Ne, kann man nicht. Ne, du müsstest ja, ich muss nur aufmachen dann. Steine hier noch mitnehmen, brauchen wieder.
Ja. Wir suchen sie ja jetzt nicht mehr so gezielt. Na, ich sag mal, ich habe ja jetzt lange wieder keine gemacht und jetzt sind halt so die Lager wieder ein bisschen aller. Vor allem, wenn ich halt Klamotten mache, Tränke mache, Zauber du mache. Du arbeitest mit Mindspells auch, ja? Mit den roten? Mit den Einzern, wenn dann. Für die Omni-Pfeile dann. Habe ich auch noch nicht mit angefangen. Könnte ich aber eigentlich. Mache ich jetzt durch. Die nächsten Pfeile mache ich Omni-Pfeile. Die kriegst du aber auch nicht wieder, ne? Nee. Das ist so ein bisschen noch ein bisschen. Das ist eigentlich ziemlich doof, weil das macht die Pfeile, wenn man ehrlich ist, schon um tausendmal schlechter wie die Zauber. Wobei man argumentieren könnte, dass die Zauber im Grunde zu gut sind, dass man sie mal wieder bekommt. Ja, vielleicht nicht. Die dürfen ja von mir aus auch kaputt gehen, aber. Weil ich sag mal so, dass die Pfeile halt immer kaputt sind, ist dadurch sind sie halt einfach schlechter. Selbst wenn sie mehr Schaden machen würden, weil sie. Dafür dann viel mehr Zeit in Anspruch nehmen, wenn du überlegst, wie oft ich immer wieder welche neu machen muss. Mittlerweile mache ich schon immer so 100, 150. Das Gute ist, hier kann ich auch Blaubeeren sammeln. Schön war, wie die schneiden. Ja. Also Bienen musst du jetzt in Zukunft auch erstmal machen. Ja. Da habe ich über 150 Stück, also. Stimmt, ich will ja zu den Stahlrahmen rübergehen, damit wir wenigstens mal unsere Basis dann ordentlich upgraden können und so. Und mal einen Sichtschutz dann bauen. Haben wir überlegt, wie ich das mache im Grunde? Ja, wir brauchen einen Sichtschutz. Gerade wenn ich da in der Küche stehe, dann sieht mich halt, ne? Na, die Küche müssen wir zubauen. Ja, aber muss ja kein Dach drüber. Wegen dem Wachsgedöns. Na, da würde ich irgendwann mal Glas probieren. Habe ich denn jetzt schon? Ah ja, 400, aber da muss mehr. Mit 400 komme ich ja traurigerweise nicht weit. Ein paar habe ich ja hier oben. Na gut, das ist ja nicht mega. So, das ist die erste Hacke dann gleich weg. Kann den dann aber nicht abstecken, den Schatz, ne? Ich stell mich dann da hin und da guckst du dann buddeltechnisch. Ja, ob da was geht. Halt dann brauchen wir hier ein bisschen Sand und Schnee, ist auch nicht verkehrt. Eben. Sagst du, dass du nicht da, wo die Mitte sein könnte und dann fang ich an. Wenn ich dann wieder Pfeile baue, ja, und dann werde ich mal die Häuser ein bisschen fertiger machen. Steinscher. Erdprobe.
Oh, Potassium. Das markiere ich mir mal. Ja. Oder war es immer hier Potassium? Keine Ahnung. Ich markiere es einfach mal. Sind übrigens dann auch gleich beim Schatz. Bodenprobe. Ah, ist alles hier Potassium. Okay. Also gut, ich habe jetzt die zweite Probe, aber gehe mal davon aus, dass dann hier im Biom Potassium ist. Ich sag's jetzt einfach mal erstaunlich ruhig. Oh je. War schon falsch. Oh, Sunflower-Samen. Oh, das ist schön. Warte mal hier, die gebe ich dir gleich mal. Mach mal kurz Eneko nachfüllen. Ah, dieses Geklecker von den Fläschchen ist furchtbar. Wir leben im 21. Jahrhundert. Ne? Toll, und jetzt ist meine Batterie leer. Ja, dann mal. Ich lasse dich dann einfach unüberwacht hier allein den Schatz machen und ich hole Batterien. Ist klar. Stein. Ah, ist ja schon um 0. Dann machen wir noch den Schatz. Dann geht er da. Das ist ja mal, wir hätten ja mal gucken können, wie viele Zombies du unlockst, wenn du mit der Kettensäge in der Nacht rumrödelst. Na toll. Aber nicht einmal so weit. Der Weg zum Nachhause rennen. Ach ja, was muss, das muss, ne? Ah, dann reicht's ja wieder ein bisschen. Das ist das Schöne. Eisen hole ich ja auch. Na, 600 Eisen habe ich auch schon. Na, ich glaube, ich mache dann eh wieder neu, weil es sind ja jetzt wieder, ich glaube, ich habe ja 4 Level in der Zeit jetzt bekommen. Also würde ich. Hier. Deswegen, also die hier geht von 22 auf 14, glaube ich, ja, runter. Ich das brauchen. Eine 7er, also die habe ich schon zweimal repariert. Ja, also das brauchen wir dann nicht nochmal reparieren. Ja. Ah, Bodenprobe, man weiß ja nie. Ich mache dann einfach von jedem wieder 2 neu. Oder 4 gleich? Ich würde sagen 4. Dann brauchen wir gut Eisen. Na gut, ja, machen wir dann. Na gut, je besser sie ist, umso schneller bist du, umso mehr Bäume machst du, umso schneller geht sie kaputt. Ne? Ja. So vom. Komme ich hier mit besser eigentlich? Nee, nicht wirklich. So, wir sind jetzt fast direkt vorm. Wow, da hat es ja gerade fett angefangen zu schneien. Guck mal hier. Hier ist eine Grenze, siehst du das? Hier schneit es richtig doll. Ne, siehst du sogar? Hier. Da war bei mir. Hier. Ja. So lang. Da. Ach ne, aber wir gehen praktisch vor dem Schnee her. Also. Okay. Vor dem Schnee her.
Da hinten. Blaue, oh, die ist blau. Die holen wir uns. Ich tank Argo. Spells kriege ich ja von ihr nie wieder, wa? Nee, das ist leider ein bisschen. Ja, was schönes die kriegt. Na, no, Standards ab. Ich schmeiß mal die Steine weg hier. Ressourcenstein. Ah, ich bin jetzt schneller, glaube ich. Ich habe so ein Haste-Dingens. Das ist ja praktisch. Hier, guck mal, wie schnell ich jetzt zuschlage. Schon zwei von diesen Tussis. Drei. Oder was meinst du? Zwei von diesen Tussis erledigt. Achso, heute meinst du, ja. Oh, baue ich gerade schnell ab. Ist der Torden noch? Nö, bei mir nicht. Aber vielleicht doch. Bei dir zeigt das ja manchmal wirklich früher ankommen. Also nächstes Mal machen wir uns für die nächste Nacht Geschwindigkeitstränke. Guck mal, dann schlägst du, scheint so fast doppelt. Ihr muss mal gucken. Hier so. So, düff, düff. Läuft. Also wenn wir hier im Wald sind, mache ich die Vogelnester kaputt. Das gibt nochmal 7 Federn extra. Ja. Kannst mir ja die Axt dann geben, in der Zeit, wie du buddelst. Okay, hier mit dem Geschwindigkeitsteil baut sich das viel angenehmer ab. Also, beziehungsweise weil ich von ihr getroffen wurde, tippe ich mal, ich bin touched. Du bist berührt worden. Genau, ich habe den Haste-Effekt jetzt und ich loote besser. Du hast Haste-Karma. Aber wenn man sich von ihr treffen lässt, ist das gar nicht so doof. Jetzt habe ich sogar Hunger langsam. So, ich stehe jetzt auf dem Schatz. Ich ist hier mal kurz. Warte mal. Okay. Da hinten läuft was. Ja, hier so. Kannst du anfangen. Hier, wo ich stehe. Ja, gib mir mal die Axt. Ja. Danke. Wo ist sie? Ich glaube dann. Ach nee, die schmelzt sich danach. Ein. Mach drei. Ja? Bin mir auch nicht sicher, auf jeden Fall rendert Zombies. Weiß aber nicht, ob die zu uns wollen. Oh ja. Dann sollte ich mal zusehen, dass ich hier oben raus kann, ne? Ich hab nichts zu essen mitgenommen, verdammt.
das, oder? Oh. Alles gut. Mach ruhig weiter. Ja, irgendwo hier muss er sein. Ist gerade eine Schreierin hier? Ich buddel mal so, dass ich mich jetzt zur Not bewegen kann, ne? Ja. Schon was gefunden? Pass auf, dass dich der nicht irgendwann erschlägt, der Schnee, ne? Ja, schon um 2. Warte, ich gucke. Mach mal einen Ausgang. Bitte? Nein. Und raus. Falls ihr Zunge ist. Okay. Ja, dann kannst du die wieder. Ja, habe ich doch gerade einen. Ja. Nee. Aber ist ja egal. War eine Beschäftigung in der Nacht. Daneben. Achso, da. Okay, ich geh mal. Ich geh mir mal.